Herzlich willkommen beim Let's Draw Video von Chemistry. Wir schauen uns heute mal an, als kleinen Abschluss unserer elektrophilen Additionsreihe, elektrophile Addition versus elektrophile aromatische Substitution. Ja. Elektrophile Addition. Wie wir wissen, wenn wir ein Molekül haben, wie zum Beispiel, sagen wir mal, Propen, weil es so schön ist und es reagiert mit Brom, bekommen wir das sogenannte Additionsprodukt. Das heißt, das Brom wird sich hier an die Doppelbindung anlagern und ich bekomme ein Molekül, was da so ausschaut. Da Brom und da Brom und das ist 1, 2, Dibrom, Propan. Okay, das hier wäre Propen gewesen, der Vollständigkeit halber. Was ich nicht bekomme, ist ein Substitutionsprodukt. Das heißt, wenn ich mit Propen arbeite und Br2, bekomme ich nicht das hier, von mir aus jetzt hier, Brom, dann Wasserstoff ausgetauscht, also noch als weiteres Reaktionsprodukt HBr. Das wäre mein Substitutionsprodukt, das wird nicht stattfinden. So, keine Substitution, böse, böse. Ihr könnt substituieren, das funktioniert aber anders. Dann reden wir über die nukleophile Substitution, anderer Themenkomplex. So, jetzt gucken wir uns mal an, wie ist das in unseren formschönen Aromaten. Dafür nehmen wir uns mal den einfachsten Aromat, den wir da haben, und zwar unser wunderschönes, giftiges, krebserregendes Benzol. Drei Doppelbindungen? Jetzt müsste man ja sagen, ja okay, wenn ich das jetzt mit Brom zur Reaktion bringe, super Sache, dann müsste das doch Minimum eine Doppelbindung aufballern. Besser. Und ich bekomme hier dieses Molekül. Addition. Hm? Also schauen wir mal hier hin. Das hier sind alles Additionen. Das gilt für die ganze Zeile. Und das hier wären Substitutionen. Additionen, Substitutionen. Und hier stellt man fest, nein, es kommt nicht zur Addition. Es ist so, dass es zur Substitution kommt. Thema elektrophile aromatische Substitution. Guckt es euch gerne an. Haben wir ein sehr ausgedehntes Video zu. Auch relativ viel zu dem Themenkomplex. Mit Br2, das funktioniert. Okay, zugegeben, ich brauche einen Katalysator. FeBr3, Eisentribromid. Okay, aber ich bekomme dann auf jeden Fall mein Substitutionsprodukt. Das heißt, hier dann Brom und HBr, Brom-Wasserstoff. Das passiert hier und das passiert hier. Ja, wieso ist das so, gerade bei dem Aromaten, dass es dann nicht zu einer Addition in die Doppelbindung kommt? Das ist ja eigentlich so schön elegant, ne? Ich löse diese Doppelbindung auf. Ich mache aus dieser zweiten Bindung zwei Bindungen zu jeweils einem Bromatom. Dafür müssen wir uns mal ein Energiereaktionskoordinate-Diagramm anschauen. So, sieht das aus. Hier unten auf der X-Achse haben wir jetzt die Zeit, also den Reaktionsverlauf, und hier haben wir die Energie E. Wenn ich mir das jetzt anschaue, mal die Linie für meine Substitution. Ich habe ja im Verlauf der Reaktion, wenn ich hier anfange, mit quasi meinen Edukten, Brom und meinem Benzol. Zack, zack, zack. So. Erstmal den ersten Übergangszustand hier und dann, das ist ein Sigma-Komplex. Hier oben habe ich ein Pi-Komplex, hier ist ein Sigma-Komplex, dann kommt nochmal ein Pi-Komplex. Wenn das jetzt hier zu kompliziert ist und schnell geht, guckt mal bitte ins Video rein, elektrophil-aromatische Substitution, da erklären wir ganz genau, was Pi- und Sigma-Komplexe sind. So, und dann geht es hier runter. Zu meinem, jetzt habe ich so lange gewartet, Reaktionsprodukt. Wahrscheinlich nicht ganz so tief. Hier hinten darf es auch nicht nochmal hochgehen. So, ein bisschen weg. Okay. Hier wäre jetzt mein Substitutionsprodukt. Br. Okay. So. Und HBr.
Woran liegt das, dass das Substitutionsprodukt gebildet wird? Wenn ich mir jetzt den Pfad anschauen würde, das Additionsprodukt, das würde von hier nochmal höher gehen und hier oben irgendwo landen. Ja? Da wäre das Additionsprodukt. Wird nicht passieren. Ja? Unschön. Warum? Weil ich hier Stichwort Hückelregel ein sogenanntes aromatisches System habe. Ich fange an mit dem aromatischen System. Ich brauche zwar einen Katalysator, dann geht es über zwei Pi-Komplexe und Sigma-Komplex hin zu einem Additionsprodukt. Substitutionsprodukt, Entschuldigung. Wenn ich jetzt addieren möchte, geht es hier gewaltig hoch und ich lande bei einem Molekül, was nicht mehr ein Aromat ist und deswegen deutlich instabiler. Und deswegen wird es nicht passieren, dass hier es zu einer Addition kommt, es wird zu einer Substitution kommen, diesem Aromaten wieder, also Rearomatisierung nennen wir das im Video, wenn sich dann der Aromat zurückbildet. Jo, das nochmal als Vergleich, ne? Bei den Alkenen ist es so, dass ich hier mein stabileres Dibromprotan bekomme, anstatt hier das Substitutionsprodukt. So schaut's aus. Okay, einmal ganz kurz im Vergleich. Ja, wie gesagt, guck mal gerne ins Video rein. Elektrophil aromatische Substitution, wenn ihr da ein bisschen mehr Informationen zu braucht. Das soll's gewesen sein. Thema Elektrophil Addition. Ich hoffe, es hat euch geholfen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Auf Wiedersehen.